Leute und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Diesen Mittwoch habe ich so viele Gedanken und Ideen im Kopf. Deswegen habe ich mir jetzt mal eins ausgesucht und zwar die Ungeduld. Ungeduld und Hypes. Klingt komisch, ist aber so. Entschuldigt, Sekunde. Ich bin gerade die Treppen hochgerannt, weil ich gerade meinem Vater ein Essen warm mache und hoffe, dass es ihm dann auch schmeckt, weil ich noch einen Rest von meinem Essen habe und da dachte ich, den kriege ich anders nicht los. Und morgen kann man es nicht mehr essen. Oh Gott, entschuldigt. Ja, Ungeduld ist so eine Sache. Mir ist es jetzt gerade so richtig eingefallen und aufgefallen, weil ich vermute, dass mein Vater sehnsüchtig auf sein Essen wartet. Und da ist mir auch wieder in den Kopf gekommen, ich habe ja ewig aufs iPad Pro gewartet. Und ich war so ungeduldig. Ich habe am liebsten jeden Tag war ich auf irgendwelchen Internetseiten, nur um eine Mini-Info zu kriegen, wie es denn jetzt aussieht, was es denn kann, wie viel es kostet, wann es denn rauskommt. Ich habe schon im Januar angefangen, auf dieses Teil zu warten. Und ich habe auch, glaube ich, 4 oder 5 Mal die Apple-Händler bei uns in der Nähe angerufen, um so irgendwas zu erfahren. Und am 9.9., als mein erstes Video rauskam, kam auch das Apple-Event. Und ja, da hat auch mein Vater Geburtstag und irgendwie war das so aufregend, dass ich dann am Ende total vergessen habe, nochmal wegen dem Apple-Event mich zu informieren und es mir dann erst, glaube ich, 2, 3 Tage später wieder eingefallen und dann habe ich mir so für mich gedacht, ist ja komisch. Jetzt hast du monatelang jeden Tag nichts anderes gedacht, außer an dieses iPad. Und dann plötzlich, nur weil du einen anderen Gedankengang hattest, war es dann nicht mehr so wichtig? Oder wieso ist dann plötzlich die Zeit wieder so normal verlaufen? Ich kann sagen, dieses Jahr verging für mich viel zu schnell. Aber ab dem Moment, wo ich aufs iPad aktiv gewartet habe, weil ich es dann vorbestellt hatte, hat es sich gezogen. Wie Kaugummi, bis zu dem Moment, wo das iPad dann da war. Und ich könnte wirklich schwören, dass die Zeit nicht mehr wirklich weitergelaufen ist, sondern dass es einfach alles stehen geblieben ist. Und wie es bei dieser meiner kaputten Sanduhr nur noch ganz langsam runtergerieselt ist. Und dann ist mir einfach so durch den Kopf gegangen, wie ungeduldig man bei so vielen Sachen ist. Man ist ungeduldig, wenn es um die Geschenke geht, da will man sofort die Geschenke haben, da will man nicht warten, da will man keine Geduld beweisen, da will man jetzt sofort und gleich die Geschenke auspacken dürfen. Oder an Weihnachten. Ich hab's gehasst, ich wollte immer am liebsten schon um 8 Uhr morgens Bescherung. Aber nein, es wurde immer erst gegessen, in die Kirche gegangen und noch irgendwas gemacht. Und ich habe immer gedacht, jetzt platze ich gleich. Und das war furchtbar. Mein Opa hat immer diesen Spruch gesagt, man soll im Kleinen sparen, um sich Großes leisten zu können. Habe ich mir jedes Mal gedacht als Kind, Pustekuchen, ich will nicht warten, ich will jetzt. Ungeduld ist wirklich eines der schlimmsten Sachen, die es gibt, weil dadurch läuft die Zeit langsamer. Man hat ständig das Bedürfnis, sofort irgendwas Neues drüber zu erfahren. Hauptsache irgendwie das Gefühl zu haben, es ist nicht mehr so lange. So lange, entschuldigt. Oder man ist so aufgewühlt und man hat irgendwie so dieses. Also ich werde dann manchmal immer ganz schön zickig, gebe ich zu. Wenn ich wegen irgendwas aufgeregt bin oder unruhig, dann werde ich eine richtig fiese Zicke. Das gebe ich ehrlich zu. Und diese ich kann auch nicht in Warteschlangen stehen. Ich hasse Warteschlangen. Es ist furchtbar.
wenn ich so eine Warteschlange habe, da ich ja meistens mit jemandem unterwegs bin, latsche ich immer durch überall hin, nur damit ich nicht weiter in der Schlange stehen muss, weil ich dieses Warten furchtbar finde. Also, das ist wirklich das Schlimmste, was es gibt, weil Warten ist so langweilig. Und ja, was ich die schlimmste Ungeduld immer fand, war diese doofe Vorweihnachtszeit. Und ich habe Adventskalender gehasst und geliebt. Ich habe sie geliebt, weil es immer so tolle Sachen drin waren und man dann irgendwas Neues hatte und es lustig war und schön. Ich habe nie Schokoladen-Adventskalender gehabt. Ich hatte immer eher mit irgendeiner Kleinigkeit drin. Aber ich habe es gehasst, wenn man dadurch erst so richtig gemerkt hat, wie langsam die Zeit vergeht. Und ich dachte immer als Kind, wenn ich jetzt 3 oder 4 kleine Türchen auf einmal aufmache, dann geht's bestimmt schneller, weil dann ist automatisch auch ein Tag übersprungen. Das war halt so diese Kinderlogik, die ich damals hatte. Und heutzutage weiß ich, dass es nicht so ist. Und ich habe immer die Adventskalender geliebt, aber es ist dieses Vorzeit-Ding, dieses Weihnachtsding war nie mein Ding. Was mich aber auch nie mein Ding war, und damit kommen wir nämlich zum Thema Hypes, ist, ich konnte wirklich wochenlange auf eine DVD warten und habe mich riesig drauf gefreut. Und wenn es dann da war, fand ich es auch erstmal gut. Aber wenn ich dann zum Beispiel 5 oder 6 Sachen gelesen habe, wie alle begeistert sind und wie toll es ist und dieses große Fass aufgemacht, dann fand ich es irgendwie nicht so gut, weil ich hatte dann irgendwie so dieses wenn ich es gut fand, fand ich es gut, aber ich fand nie was gut, nur weil es alle gut fanden. Da war ich noch nie so der Typ, nur weil alle die Klippe runterspringen, musst du ja auch nicht springen. Das ist so das Prinzip. Und ich fand es immer eine schreckliche Sache, dieses, nur weil jetzt alle sagen, die DVD ist super, der Film ist gut, das Buch ist Weltklasse, das Lied ist wirklich unfassbar, heißt es doch noch nicht, dass ich es auch toll finden musste. Und darum habe ich mich so ein Stück weit prinzipiell gegen diese Hypes gewehrt und fand es immer einfach aus Prinzip erstmal schrecklich. Wobei ich dann Jahre später, ich habe viele Sachbeispiele, es gab dieses Lied von Usher, Yeah, das habe ich, als es rausgekommen ist, so schrecklich gefunden. Aber heutzutage gehört es tatsächlich zu einem meiner Lieblingslieder. Oder, was fällt mir jetzt noch ein? Oh Gott. Entschuldigung, Theo, an dieser Stelle gestehe ich es offiziell, der Herr der Ringe. Als der Herr der Ringe rausgekommen ist, fand ich den Film schlecht. Ich habe ihn nicht gesehen oder so, aber ich fand ihn einfach vom Prinzip schlecht. Und als dann dieser erste Hype abgeflogen ist, habe ich es mir dann auch mal angeguckt und dann fand ich den Herr der Ringe eigentlich toll. Und der gehört jetzt auch zu einem meiner Lieblingsfilme. Oh Gott, das ist wahrscheinlich meine Logik. Das hat wahrscheinlich auch nichts mit meinem Asperger groß zu tun, aber vielleicht ja auch doch. Falls jemand anders das sieht, der auch so sieht, das so sieht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich wüsste gerne, ob ich damit alleine bin, dieses sich gegen Hypes wehren-Ding. Ja, aber was fällt mir noch so ein? Oder Jeans. Gott, da gab es diese Marken, Ed Hardy oder so. Die fand ich immer schrecklich, nur weil sie so furchtbar gehypt wurden. Allerdings muss ich zugeben, da bin ich immer noch so ein wenig, weil ich trage jetzt nicht irgendwas, nur weil da ein Name drin steht. Ich bin eher der Ansicht, man sollte das tragen, was bequem ist, was passt, was im Preis-Leistungs-Verhältnis zu Einkommen passt und was zu einem auch so gefällt. Und man sollte jetzt nicht unbedingt eine Jeanshose kaufen, bloß weil da irgendeiner irgendwas von wegen Gucci oder Prada oder Ed Hardy drauf gekritzelt hat. Naja, so bin ich halt groß geworden. Das Einzige, wo ich auf Marken tatsächlich extrem achte, ist Essen. Wenn ich nicht meine Omira-Milch kriege, ist das für mich die totale
Weltuntergangsszenarien-Show. Oh Gott, das habe ich wiederum von meinem Vater, weil mein Vater hat immer gesagt, Kleider sind Kleider, aber Essen, da sollte man immer auf die Qualität achten. Wobei mir einfällt, ich wollte euch auch mal ein Video zum Thema Essen machen. Mache ich vielleicht im nächsten Jahr. Man wird sehen, vielleicht, nein, das schaffe ich dieses Jahr nicht mehr. Ich kenne mich. Oh Gott. Ja, eigentlich war das alles, was ich euch erzählen wollte. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann am Freitag. Und ich muss zugeben, ich bin gespannt, wie ihr mein Freitagsvideo findet. Ich weiß nämlich selbst noch nicht, wie ich es finde. Und ja, ist auch irgendwie schwierig. Naja. Und ja, dann am Sonntag kommt mein Adventsspezial Nummer 3. Das wird mal was Besonderes. Das besteht dann aus insgesamt 3 Videos. Die, da ich ja kein Schnittprogramm habe, musste ich die eben so. Naja. Und ja. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder schreibt mir auch gerne eine Nachricht über Facebook oder auch gerne über eine E-Mail. Weil ich kann euch nur helfen, das Thema besser zu verstehen, wenn ihr mir helft zu verstehen, was euch noch interessiert oder was für euch, wo ihr es noch nicht versteht. Jetzt verstehe ich gerade selber nicht, was ich will. Entschuldigt. Aber ich sage euch noch meine E-Mail für Fragen und alles. Das ist die bell.riedmeier@outlook.com. Ihr könnt euch auch übrigens einfach so an mich wenden. Ich freue mich immer riesig, wenn irgendjemand mich anschreibt. Ja, also dann, bis zum Freitag. Tschüss!